Hallo! Willkommen zu meinem nächsten Kalender-Unboxing. Ihr habt ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen, es geht heute um den wunderschönen, das kann ich direkt vorweg sagen, Glossy Box Adventskalender. Ich weiß natürlich noch nicht, was drin ist, aber ich finde vom Optischen ist es wirklich jedes Jahr ein absolutes Highlight. Mittlerweile kennt ihr wahrscheinlich das Spiel. Ich werde euch alle Preise zu den Produkten einblenden und wenn das sozusagen kleinere Produkte sind, dann rechne ich den Preis für die Menge aus. Damit wir am Ende wirklich wissen, was man da für einen Wert bekommt. Der Kalender kostet übrigens ursprünglich 120 Euro, aber ich habe einen Code für euch bekommen, richtig cool. Den blende ich euch hier ein. Und wenn ihr den Code verwendet, dann spart ihr richtig Geld, denn dann kostet der Kalender einfach nur noch 85 Euro. Und Glossy Box ist wirklich dafür bekannt, dass da einiges mehr an Wert drin steckt, als man bezahlt. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Angebot gilt bis Ende Oktober, also ja, wartet nicht zu lange. Meistens sind die Kalender auch relativ schnell ausverkauft, von daher ja. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was da so drin ist. Also wie gesagt, so schaut er aus. Das sind wieder so einzelne Packungen. Ihr wisst ja, das finde ich mittlerweile eigentlich ganz cool, weil man dann am Ende, wenn man die immer wieder schön einsortiert, immer noch einen hübschen Kalender hat. Das ist doch eine gute Idee. Ich werde einfach den Kalender da hinstellen und dann kann ich die immer rausnehmen und muss ich das nicht mal wieder hochhalten. Sehr cool. Fangen wir auch mal an mit der 1. Cool, hier drin ist direkt ein Produkt von Benefit, also kein günstiges. Und zwar auch Full Size und zwar der Roller Liner, also ein Eyeliner. Ich kenne nur die Roller Lash Mascara, den Roller Liner habe ich selber auch noch nicht ausprobiert. Aber cool. Ja, eine meiner absolut Lieblingskosmetikmarken, deswegen finde ich schon mal top. Die Nummer 2 versteckt sich hier, könnt ihr gar nicht so wirklich sehen, aber egal, Hauptsache ich sehe es. Oh, hier drin befindet sich ein Burt's Bees Tinted Lip Oil in einer sehr, sehr schönen roten Farbe. Interessant. Ich kenne von Burt's Bees nur diese Lip Balms, ehrlich gesagt. Gar nicht hier irgendwie, dass es noch andere Produkte gibt. Finde ich cool. Die Marke allgemein ist ja dafür bekannt, dass sie mit sehr natürlichen Inhaltsstoffen arbeitet. Kann man machen. Die 3, ich glaube, das kann man gut erkennen, ist dieses Riesenpäckchen hier oben. So riesig ist das Teil gar nicht. Aber hier befindet sich von Real Techniques ein 2 Mini-Sponges drin. Mini-Eraser-Sponges. Wofür sonst man das? Ach, für unter die Augen. Ja, ich liebe Real Techniques. Ich habe von denen super viele Pinsel, mit denen ich mich täglich schminke. Ich bin nicht so die Person, die Beauty Blender verwendet, weil ich ja kein Make-up benutze. Aber für alle, die flüssige Produkte benutzen auf dem Gesicht und Concealer benutze ich auch, aber das tupfe ich einfach so ein, finde ich das richtig cool und die Sachen sind wirklich von der Qualität top und auch nicht günstig. Weiter geht's hier mit der 4, das ist ein bisschen kleiner, von Enable Minerals. Die Marke kenne ich gar nicht. Anscheinend ein Highlighter in der Farbe Diamond Glow. Also es ist ein loses Puder, ein loser Highlighter. Sehr schön von der Farbe, muss ich sagen. Cool, also werde ich ausprobieren. Ich bin gespannt, wie die Marke ist. Nummer 5. Okay, also anscheinend, also ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Von der Marke Daily Concepts ist es ein Soap Sponge mit Aktivkohle. Hat auf jeden Fall einen krassen Geruch und soll sehr milde sein. Also ja, habe ich auch noch nie was von gehört. Kommen wir zu Nikolaus. Da bin ich ja auch mal etwas anspruchsvoll, wisst ihr ja. Von Winky Luxe Brow Pencil. In einem sehr, sehr dunklen Ton. Okay, die Marke kenne ich jetzt gar nicht. Ihr wisst ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn da Augenbrauprodukte drin sind, die halt eine Farbe haben, weil, ja, man weiß ja eigentlich nie, wie die Person so, also was die Person so für eine Farbe hat. Hier steht aber irgendwie drauf, Universal Brow Pencil. Ich habe erst gedacht, da steht Universal, aber da steht Universal. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das anscheinend für jede Hautfarbe oder für jeden Ton passen soll. Vielleicht ist das so. Der Ton ist auf jeden Fall sehr, sehr aschig. Ja, muss man ausprobieren. Weiter geht's mit Nummer 7, ein Riesenpäckchen wieder. Gold Eye Brightening and Firming. Aha. Oha, gemacht mit echtem Gold und Hyaluronsäure. Also anscheinend eine Augenmaske. Sieht auf jeden Fall vom Packaging mega cool aus. Die Marke kenne ich auf jeden Fall auch nicht. Die nennt sich Vita Masu. Ach, ist aber auch wieder ähnlich groß. Sieht man hier, glaube ich. Auch wieder so ein quadratisches Päckchen. Von Skin & Co. Roma, also eine italienische Marke anscheinend. Exfoliating Face Gommage. Ich weiß nicht, was Gommage ist, aber anscheinend ein Peeling. Okay, mit Trüffel. Sehr edel und sehr teuer riecht es irgendwie. Kennt ihr diese Gerüche, wo man so sagt, okay, das hat man so noch nicht gerochen, das riecht sehr teuer? So riecht das auf jeden Fall. Okay, muss man auch ausprobieren, bin ich auch sehr gespannt drauf. Weiter geht's mit Nummer 9. Diesmal ist echt viel drin, was ich so gar nicht kenne von der Marke. Hier drin haben wir von Manna Beauty Simplified ein Primer für Mascara. Das finde ich sehr cool, weil ich finde, das bringt wirklich was. Also das trägt man sozusagen vor der Mascara auf und meistens verlängert das die Wimpern dann sehr, sehr stark. Und wenn man dann seine Lieblingsmascara drüber aufträgt, dann hat man echt nochmal ein ganz anderes Ergebnis.
Nummer 10 hat ein super schönes Design. Das Päckchen hier mit so Gold. Sieht nach einem Nagellack aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Essie ist. Yes! Oh, wow! Was für eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein, ja, heller Beige-Ton mit Glitzer. Die Farbe nennt sich Venture to the Venue. Venture to the Venue oder so. Keine Ahnung, das ist ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Auf jeden Fall ist das super schön mit diesem goldenen Glitzer da drin. Die Farbe habe ich auch so noch gar nicht gesehen. Ist auf jeden Fall keine Standardfarbe. Nummer 11 ist hier ganz unten. Was haben wir denn hier? Ein Pinsel von der Marke Luxy. Ich glaube, die habe ich schon mal gehört. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass das so eine Online-Marke ist. Der sieht auf jeden Fall schon mal mega gut aus, der Pinsel. Das ist so ein angestrickter Lidschattenpinsel. Mit hier oben diesem Bronzeton. Also kann ich mir richtig gut vorstellen in der Schminktasche. Und fühlt sich jetzt von der Qualität erstmal Bombe an. Also hart gar nicht oder so. Halbzeit, wir sind hier bei Nummer 12. Und hier drin haben wir mal, ah, wie cool, von Purelay. Ein 15% Gutschein und 3 Haargummis. Das ist ja cool. Ja, beziehungsweise das sind nicht nur Haargummis, sondern das sind ja eigentlich auch so Armbänder. Also die haben die so total schön gestaltet. Ich liebe Purelay. Nummer 13, sehr schwer. Hier drin haben wir von Avon ein Produkt. Das ist doch eigentlich so eine, ist das nicht eine Marke, die man so online, also im Fernsehen kaufen kann? Ich bin mir gar nicht sicher. Eine Radiant Gold Face Mask. Cool, also das Goldthema, wow. Wow, hier ist es richtig, hier kommt richtig so Goldglitzer raus. Also Gold ist ja immer so ein Thema, das geht immer. So, ist ja auch einfach sehr, sehr edel und ja, also cool. Weiter geht's mit Nummer 14. Bella Pierre, kenne ich auch nicht. Ein HD Finishing Powder, also ein loses, durchsichtiges Puder, also so ein weißes. Das soll anscheinend Heide Finishing sein, also die Poren so verfeinern, dass man aussieht. Wie perfekt. Ja, auf jeden Fall cool. Kenne ich auch gar nicht die Marke. Aber so transparentes Puder finde ich ja wieder gut, weil, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde alles gut, was halt jeder reinigend benutzen kann. Und bei transparentem Puder, da kann man ja nichts falsch machen. Nummer 15 ist auch wieder ein ganz großes, aber dafür längliches Päckchen. Rituals. Und zwar ist das meine absolute Lieblingsserie, diese rote. Das ist nämlich Indian Rose und Sweet Almond Oil. Genau mein Geruch. Also, ja, das bin ich in einem Duschgel, kann man sagen. Und ja, das ist halt dieser kleine Schauerfoam. Perfekt zum Verschenken. Die großen Flaschen, habe ich ja schon mal gesagt, sind ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Die kommen immer gut an. Die Gerüche gefallen eigentlich allen. Jeder Geruch. Also ich kenne niemanden, der sagt, Bonnie, das ist gar nicht mein Ding. Jeder hat so ein Favorite, aber ja, ist immer sehr, sehr edel. Und da lohnt sich der Preis auch meiner Meinung nach, weil sie sehr pflegend sind. Nummer 16 hier. Ich bin gespannt. Okay, also den Namen der Marke kenne ich absolut gar nicht. Auf jeden Fall ist das ein cremiger Eyeshadow in einer, wow, der ist schon so ein bisschen auch, der ist anscheinend sehr cremig, aber in so einem richtig schönen Bronzeton, wow. Auf jeden Fall ist das die Farbe 313 und ich liebe Cream Eyeshadows, weil man die toll als Base verwenden kann. Aber sieht auch so von der Verpackung echt richtig hochwertig aus. Nummer 17 hier oben. Und zwar haben wir hier von der Marke Nude Sticks, ja, Lip and Cheek Pencil. In der Farbe Mystic habe ich auch noch nie gehört. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne fast gar keine Marke, aber ja, ich glaube, das ist einfach auch der Sinn der Sache, dass man halt neue Sachen kennenlernt. Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall ein großer Fan davon, wenn die Farben sich sozusagen wiederfinden im Gesicht. Jetzt geht es echt immer richtig schnell am Ende, ne? Jetzt machen wir weiter mit 18, auch wieder sehr schwer. Wie cool! Oh Gott, das erinnert mich so sehr an YouTube früher. Das Moroccan Oil, kennt ihr das noch? Das ist doch echt richtig teuer. Genau deswegen habe ich es mir irgendwann nicht mehr gekauft, weil dann gab es natürlich in der Drogerie viele andere Haaröle und dann denkt man so, aber Leute, das ist wirklich Next Level und das riecht so göttlich. Das riecht halt so richtig so nach Arganöl und so, ja, mega gut und da reicht wirklich eine kleine Menge, damit kommt man ewig aus. Und das war früher auch so gehypt auf YouTube, das weiß ich noch. Weiter geht's mit Nummer 19. Die Marke kenne ich auch noch nicht. Avant. Eine Tagescreme von Avant, okay, kenne ich nicht. Age Radiance, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen Anti-Aging mit Hyaluronsäure auf jeden Fall, Jojobaöl und Avocado. Ja, kann man vielleicht seiner Mama oder so schenken oder, also wie gesagt, Anti-Aging kann man eigentlich auf 25 anfangen. Und von daher, ja, ist das auf jeden Fall was für mich, oder? Wir sind bei 20 angelangt und hier unten ist auch schon direkt die 20. So Susan oder So Susan Cosmetics, ein Universal Blush. Super schönes Packaging. Mit dem Blumen, total toll. Wow, was für ein schöner Ton. Und cool ist auch hier mit dem Spiegel, oder? Also das finde ich immer ganz praktisch. Nummer 21 hier oben.
Die Marke kennen wir schon, und zwar aus einem anderen Kalender. Von Sans Souci haben wir hier eine Tuchmaske. Daily Detox nennt die sich. Ja, soll anscheinend für gestresste Haut sein mit Antioxidantien. Sehr cool, ich liebe Tuchmasken. Kann man eigentlich selten was mit falsch machen. Nummer 22 hier. Nein, wie cool. Von Barbour Ampullen, und zwar gleich so eine richtig große Packung. Richtig teuer Barbour Ampullen, habe ich ja schon mal gesagt in einem anderen Video. Ah, und cool, da sind verschiedene anscheinend drin. Also, das ist so eine Weihnachtspackung, das heißt, man kann verschiedene... Krass, das hätte ich jetzt so ein bisschen als 24 erwartet. Umso gespannter bin ich jetzt, was jetzt gleich da drin sein wird. Aber vorher machen wir mal die 23 auf. Von CRT Landen. CRT kenne ich eigentlich nur als Nagellackmarke. Aber mal schauen, anscheinend ist das hier eine Eyeshadow-Palette. Mit neuen Lidschatten. So eine rosa Verpackung, sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Oh, sehr schön. Wow, wunderschöne Palette. Das ist irgendwie auch so genau meine Farbwelt. Mit so Beige-Tönen, Glitzer, aber auch so ein bisschen rötlich. Steht auch immer sehr gut grün und blauen Augen. Eigentlich ist jede Augenfarbe, finde ich. Man traut sich immer nur nicht so an Rot ran, aber das sieht sehr, sehr cool aus. Und so ein paar Lila-Töne, so ein Peach-Ton. Kommen wir also jetzt zur 24. Die steht hier noch so einsam unten drin. Oh, wow. Hier ist von Nutrabrow ein Eyebrow-Enhancer drin. Also ein Serum für die Augenbrauen. Also all diese Serien sind immer super teuer. Man kennt da ja einige, wie das, sowas wie Revita Lash, das ist glaube ich somit das bekannteste. Oder dieses M1 oder so, oder M2, wie auch immer das heißt. Auf jeden Fall kenne ich jetzt Nutrabrow noch nicht. Was ich spannend finde, das ist jetzt hier ein Augenbrauen, sozusagen Wuchsmittel. Meistens ist es eigentlich für Augenbrauen und Wimpern. Kann man das dann auch für die Wimpern benutzen? Aber finde ich sehr cool, weil gerade der Trend ja so zu sehr vollen Augenbrauen geht. Und wenn man halt nicht so damit geboren worden ist, dann kann man damit echt was schaffen, denn diese Serien funktionieren eigentlich immer. Also da müsst ihr euch mal so Berichte angucken. Das ist so crazy, was teilweise so Leute dann für Augenbrauen oder auch Wimpern hatten, die teilweise ein bisschen oben gingen. Ich habe schon sowas im Internet gelesen, dass da wohl ein sehr krasser Wert mit einer 4 vorne drin sein soll. Ich bin sehr gespannt, ich blende euch alles ein und ich muss wirklich sagen, also wenn ihr mit meinem Code, den blende ich euch auch nochmal ein, den für 85 Euro kauft, dann lohnt sich das so krass. Also wirklich, wie gesagt, der gilt nur bis Ende Oktober, also seid schnell. Ich verlinke euch den Direktlink, damit ihr zum Kalender kommt, auch nochmal in der Infobox ganz oben. Und ich muss sagen, also jedes Jahr ist Glossybox wirklich so ein absolutes Highlight, weil man da wirklich ganz, ganz viele tolle Marken drin hat, auch ganz viele Sachen, die man noch nicht kennt, aber dann auch mal sehr hochwertige und teure Sachen. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert und hoffe, es hat euch gefallen und auch Spaß gemacht, wie immer. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich ganz, ganz bald wieder, weil ihr wisst ja, ich liebe Adventskalender. Bis dann, ciao!